Der Jura-Golfpark am Habsberg liegt idyllisch, aber gut erreichbar zwischen Regensburg und Nürnberg in der Oberpfälzer Jura-Landschaft. Unser Platztester Tino Schuster nimmt die 18-Loch-Anlage, die es schon zu Ruhm und Ehre gebracht hat, unter die Lupe. Der 2002 eröffnete Platz ist der erste in Europa von Designer Graham Marsh. Der Platz ist sehr anspruchsvoll. Der Architekt und der Designer von dem Platz hat sich viel dabei gedacht. Man hat, wenn man gute Schläge macht und taktisch spielt, liegt man auf geraden Flächen, wie man hier sieht. Wenn man nicht ganz die Bahn trifft oder links und rechts davon liegt, liegt man an Hängen. Und das hat so seine Schwierigkeiten, weil gerade Lagen sind einfacher zu spielen. Dennoch ist der Platz nie unfair. Durch die vielen Bunker und Teiche ist strategisches Spiel gefragt. Der 6000 Meter lange Kurs erhält in unserem Ranking 72 Punkte. Die Runde ist insbesondere wegen des abwechslungsreichen Geländes und der reizvollen Ausblicke auf die Spielbahnen ein Genuss und auch zu Fuß gut machbar. Vor allem auf den Back Nine kann man auf einigen Bahnen einen Überblick über die gesamte recht kompakte Anlage erhaschen. Die Gegend wird nicht ohne Grund auch bayerische Toskana genannt. Aber Vorsicht, der Fokus sollte trotz aller Aussicht immer auf der Bahn bleiben, sonst findet man sich ganz schnell in einem der zahlreichen Bunker wieder. Am Golfplatz im Habsberg hat es sehr, sehr viele Bunker. Es hat 87 Bunker. Die Grüns sind alle sehr gut verteidigt. Wenn man das Grün nicht trifft, wird man sich da sehr schnell wieder drin finden. Das Gute ist, der Bunkersand ist sehr, sehr gut, hat eine gute Konsistenz und Bunkerspielen macht hier ganz viel Spaß. Der Par 72-Kurs mit insgesamt 10 Par-4-Bahnen und je 4 Par-5 und Par-3-Löchern hat einige ganz besonders reizvolle Spots. Die 16, ein Par-3 mit 145 Metern, gehört nicht zu den schwersten, aber durchaus zu den schönsten Löchern des Platzes. Das große und wellige Grün wird links von einem großen Teich eingefasst, der von seinen Bewohnern aufmerksam beobachtet schon genügend Bälle geschluckt hat. Und auch beim Abschlussloch bleibt dem Golfer das Wasser nicht erspart. Schon vom Tee sollte man die gesamte Bahn im Blick haben. Vom Abschlag zieht sich rechts der Bahn ein Bach entlang, der in der Mitte das Fairway kreuzt. Die 18. Bahn im Golfclub am Habsberg ist ein sehr, sehr schönes Loch, ist aber auch sehr, sehr schwierig. Links hat man ein schönes Plateau, rechts hat man ein Plateau. Die Anfänger werden auf das linke Plateau spielen, dann hat man noch einen sehr langen zweiten Schlag. Die Könner können auf das rechte Plateau spielen, haben dann einen kurzen Schlag ins Grün. Aber es ist relativ gefährlich, weil Wasser links ist, Wald ist rechts und da muss man schon einen sehr genauen Schlag machen. Tino Schuster hat seinen Abschlag perfekt platziert. Und immer noch bleibt das Wasser eine gefährliche Größe. Bis ans Ende des Grüns lauert nur links die nasse Gefahr, für erfahrene Spieler kein Problem. Das wissen alle Clubmitglieder seit Martin Keimers 59 beim EPD-Tour-Turnier 2006. Ich habe also erst am zweiten Tag oben im Büro dann die Nachricht bekommen, komm mal schnell runter, der Martin Keimer könnte eine 59 spielen. Dann habe ich gerade noch den Schlag zum Grün und den entscheidenden letzten Putt mitbekommen und dann war natürlich riesiger Jubel. Der Championship-Kurs am Habsberg mit seinen guten Trainingsmöglichkeiten wird weiterhin ein Aushängeschild unter Deutschlands Plätzen bleiben und hoffentlich bald wieder Profis auf den Kurs begrüßen. Es ist Herbst in Deutschland, viele Blätter sind bereits gefallen. Die letzten Golfrunden des Jahres sind hierzulande gespielt. So nehmen wir sie heute mit und fliegen gemeinsam der Sonne entgegen und landen nach rund 4 Stunden Flugzeit auf Gran Canaria, der drittgrößten der Kanarischen Inseln. Das Salobre Golf Resort ist eine wunderbare Destination, die allen Golf-Aficionados auch über den langen deutschen Winter hinweg ermöglicht, ihrer